finden vielleicht auch noch einen Sitzplatz. Es ist ein wunderbarer Anblick von daher oben, wenn man dieses Festzelt so voll sieht. Ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute da sind. Ich freue mich auch ganz besonders, dass Markus Söder unserer Einladung heute gefolgt ist. Und lieber Markus, wir haben ja sehr früh dann schon Plakate geklebt, haben auch Anzeigen geschaltet, haben Einladungen verschickt und da bin ich dann mehrfach darauf angesprochen worden, dass du kommst. Der Erste, den ich drauf habe, der hat gesagt, na, der Söder, der ist doch aus Nürnberg. Das ist ja auch eine Großstadt, das ist gut, dass der kommt, der wird München verstehen. Ich sage, ja, Nürnberg kann man als Großstadt bezeichnen. Das ist völlig richtig, der Markus Söder wird München verstehen. Oder Markus? Ja. Und den zweiten, den ich kurz habe, der hat dann gesagt, der Söder, der kommt doch aus Nürnberg, das ist ja Franken. Und ich sage, ja und? Franken gehört seit 300 Jahren zu Bayern. Na, Franken gehört nicht zu Bayern, das ist Südpreißen. Also, wir müssen da noch hier in der Hauptstadt von Oberbayern ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Ich freue mich, dass du da bist, Markus. Du stellst als Finanzminister Millionen, hunderte Millionen und Milliarden für die Landeshauptstadt bereit. Du bist damit ein Freund Münchens und ich bin sicher, wohin dich dein politischer Weg auch immer noch bringen wird und ich bin sicher, er bringt dich auch nochmal auf eine andere Position, wirst du auch ein Freund Münchens bleiben. Deswegen ein herzliches Dankeschön, dass du heute da bist und das zum Ausdruck bringst. Ja, meine Damen und Herren, es gibt ein alles beherrschendes Thema in diesen Tagen, das ist das Thema Flüchtlinge. Und dieses Thema, der menschliche und verantwortungsvolle Umgang mit den in großer Zahl hier ankommenden Flüchtlingen, wird die politische Landschaft Europas, Deutschlands, Bayerns und auch Münchens in den nächsten Jahren prägen. Da bin ich mir absolut sicher. Und in diesem Zusammenhang gab es ja, Hans-Peter Hohe hat es bereits angesprochen und die meisten von Ihnen werden es auch mitbekommen haben, vor 2 Wochen die Schlagzeile Watschen für Schmidt. Watschen für Schmidt. Jetzt, keine Angst, das handelt sich nicht um einen Ehekrach bei uns zu Hause. Meine Frau Nathalie ist ja heute nicht nur deswegen auch dabei. Nein. Meine Damen und Herren, es ist etwas ganz anderes passiert. Ich habe nämlich in Interviews einerseits die große Hilfsbereitschaft der Menschen hier in München gelobt und unterstrichen, wie selbstverständlich es ist, dass wir Menschen, die vor Krieg und Terror fliehen müssen, helfen. Ich habe in diesen Interviews aber auch andererseits darauf hingewiesen, dass München in absehbarer Zeit große Probleme haben wird, die Zahl der in München ankommenden Flüchtlinge angemessen unterzubringen. Und ich habe darauf hingewiesen, dass wir in einer auch ohne Flüchtlinge rasant wachsenden Stadt wie München nicht unbegrenzt neue Wohnungen, insbesondere Sozialwohnungen, schaffen können. Weil wir in München zwar kein Geld, aber ein Raumproblem, ein Platzproblem haben. Seit 5 Jahren wird über das Thema steigende Mieten diskutiert. Seit 5 Jahren wird über die steigenden Immobilienpreise diskutiert. Seit 5 Jahren diskutieren wir, wie wir den Wohnungsbau ankurbeln, weil wir der ganz normalen Zuzugsentwicklung in München irgendwie Herr werden müssen. Und im Hinblick auf die Flüchtlinge habe ich dann auch Lösungsvorschläge gemacht und habe gesagt, wir müssen zum Beispiel über den Verteilungsschlüssel für Flüchtlinge neu nachdenken. Innerhalb Europas, aber auch innerhalb Deutschlands und innerhalb Bayerns. Und dann hat wieder unser Kooperationspartner im Münchner Rathaus in Person des Oberbürgermeisters in einer großen Münchner Tageszeitung mitgeteilt, ich hätte mit diesen Äußerungen meine Kompetenzen überschritten. Und ich würde Probleme herbeireden, die gar nicht da sind. München würde keine Entlastung und keine Hilfe von außen brauchen.
dann ließ der Oberbürgermeister auch noch verlauten, dass die von mir und der CSU-Stadtratsfraktion vorgenommene Verknüpfung des Themas Wohnen mit dem Thema Flüchtlinge unsäglich sei. Wer so etwas mache, würde zündeln. Der würde den gesellschaftlichen Frieden in München gefährden. Also meine Damen und Herren, abgesehen davon, dass ich mit meinen Lösungsvorschlägen seitdem Tag für Tag mehr Recht bekomme, denn die Verteilung der Flüchtlinge in Europa beispielsweise steht jetzt ganz oben auf der politischen Tagesordnung, das, was ich gefordert habe. Beispielsweise lenkt der Großbritannien, Gott sei Dank, auch schon ein und will mehr Flüchtlinge aufnehmen. Und abgesehen davon hat der Oberbürgermeister ja gestern in einer anderen Münchner Tageszeitung plötzlich selbst davon gesprochen, dass der Wohnungsbau noch deutlich erhöht werden muss, dass aufgemörtelt werden muss. Aber abgesehen davon, oder vielleicht auch genau deswegen, möchte ich das einmal ganz deutlich sagen. Die CSU ist die stärkste Fraktion im Münchner Stadtrat. Ich bin verantwortungsvoller zweiter Bürgermeister dieser Stadt. Und wir lassen uns den Mund von niemandem verbieten. Ich lasse mir den Mund von niemandem verbieten, meine Damen und Herren. Und etwas anderes sage ich hier auch nochmal ganz deutlich. Der Vorwurf, die CSU München oder ich würde zündeln, ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit, die ich wirklich auf das Allerschärfste zurückweise. Wer mit solchen Unterstellungen versucht, die offene Diskussion über ganz offensichtliche Herausforderungen und Probleme zu unterbinden, zumal er mir dann noch dazu offensichtliches langsam häppchenweise Recht gibt, der treibt einen Spalt in unsere Stadtgesellschaft. Wer mit solchen Unterstellungen versucht, Demokraten ins Zwielicht zu stellen, der treibt einen Spalt in unsere Stadtgesellschaft. Und ich fordere hier von hier aus unsere Partner in der Kooperation in München eindringlich auf, so etwas nie wieder zu tun, meine Damen und Herren. Nie wieder. Also niemand muss mir in Sachen Liberalität und Toleranz Nachhilfe geben. Niemand. Ich persönlich habe mich, seit ich politisch tätig bin, mit aller Leidenschaft und Kraft auch für Minderheiten und immer gegen rechtsradikale Umtriebe eingesetzt. Nichts, damit es ganz klar gesagt ist, ist in meinen Augen feiger und widerlicher, als Flüchtlingsheime anzuzünden oder Menschen anderer Herkunft oder Hautfarbe zu bedrohen, zu verletzen oder gar zu ermorden. Wer so etwas Erbärmliches macht, muss mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. So muss es sein, meine Damen und Herren. Und ich war einer der allerersten, der hier in München ein Programm aufgelegt hat, junge, unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge in den Ausbildungsmarkt, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und ich werde das auch weitermachen. Und München hat selbstverständlich die Aufgabe, den hier ankommenden Flüchtlingen zu helfen und ihnen bestmöglich beizustehen. Jeder, der hier ankommt, muss unsere Hilfe haben, wenn wir die tausende verzweifelte Gesichter der Menschen sehen, wenn wir das Foto sehen, das vor einigen Tagen durch die Medien gegangen ist, dann wird es jedem warm ums Herz oder kalt ums Herz, je nachdem, und dann sind wir auch zur Hilfe verpflichtet. Das sage ich auch in aller Deutlichkeit. In aller Deutlichkeit. Meine Damen und Herren, das tut diese Stadtgesellschaft vorbildlich. Ich habe vor dieser gelebten Hilfsbereitschaft, wie sie sich gerade wieder auch gestern anlässlich der wieder aus Budapest ankommenden Flüchtlinge und auch schon vor einigen Tagen, Montag, Dienstag, am Münchner Hauptbahnhof gezeigt hat, allergrößten Respekt und deswegen ein ganz herzliches Dankeschön an alle Münchnerinnen und Münchner, die geholfen haben. Vergelt's Gott. Ich habe auch den allergrößten Respekt vor dem unermüdlichen Einsatz der Münchner Stadtverwaltung, aber natürlich auch der Regierung von Oberbayern und der Münchner Polizei. Und wenn eine Zeitung von der Kälte der CSU-Staatsregierung schreibt, dann möchte ich einmal betonen, dass
die Behörden, die dort arbeiten, die Behörden der CSU Staatsregierung sind, die Regierung von Oberbayern, die Münchner Polizei, und die leisten einen mitfühlenden und ganz hervorragenden Job vor Ort. Ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiter. Meine Damen und Herren, auch die Kooperation aus CSU und SPD, finde ich, leistet vom ersten Tag der Zusammenarbeit hier ebenfalls Großes bei der Bewältigung dieser unglaublich komplexen Herausforderung. Und es ist eben auch richtig, was ich vor 14 Tagen und auch schon vor 4 Wochen gesagt habe, dass wir eben Probleme haben, weil es schwierig ist, schutzwürdige Menschen auch überhaupt unterzubringen und angemessen unterzubringen. Und wir haben dabei längst Standorte, die nicht optimal sind, um es mal so zu formulieren, auch in diesem Stadtbezirk, wenn ich an die Langwieder Hauptstraße denke. So weit sind wir längst und so weit müssen wir mittlerweile auch agieren. Aber ich sage auch in aller Deutlichkeit, wir sind nicht nur gewählt, wegen des Cs zum Beispiel in unserem Namen, die Interessen der Flüchtlinge zu vertreten. Wir sind gewählt, um die Interessen aller hier lebenden Menschen zu vertreten. Wir müssen für ganz München da sein, meine Damen und Herren. Das darf man auch in diesem Moment nicht vergessen. Und deswegen werde ich nicht aufhören, dies laut und deutlich zu vertreten. In Richtung Brüssel, in Richtung Berlin, ja, und auch in Richtung Münchner SPD. Und ich sage es nochmal, wir haben schlicht und einfach ein Raum- und ein Unterbringungsproblem. Wir bringen Flüchtlinge mittlerweile in Leichtbauhallen unter, die wir nicht einsetzen wollten, weil wir für eine menschenwürdigere Unterbringung eigentlich in Festbauten waren. Und meine Damen und Herren, die Entwicklung wird in diese Richtung weitergehen. Und in diesem Zusammenhang ist es schon interessant, wer alles in den letzten Wochen die Idee über den Verteilungsschlüssel neu nachzudenken aufgegriffen hat. Eine Idee, die ursprünglich vom grünen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann, kam. Es ist interessant, wer alles der Frage nachgegangen ist, um an Gemeinde und Städte, wo beispielsweise ganze Wohnblocks wegen Leerstands abgerissen werden, nicht finanziell unterstützen kann. Im Gegenzug könnten dann dort, ja, überproportional, über den bisherigen Verteilungsschlüssel hinaus, Menschen unterkommen, Flüchtlinge unterkommen, als eh schon in den dicht besiedelten Metropolen. Und prominente Vertreter der Grünen in München und Berlin haben sich dementsprechend geäußert, genauso prominente Leitartikel der Welt, der FAZ und des Spiegels. Meine Damen und Herren, glauben Sie mir, die alle sind genauso wenig Demagogen oder Zündler, das sind alles Leute, die sich über die Bewältigung der heutigen Aufgaben kümmern, die von Menschlichkeit sprechen, die aber auch über die aktuelle Notsituation hinausdenken, meine Damen. Das ist jetzt angezeigt. Und natürlich müssen wir im Zusammenhang mit den rapide angestiegenen Flüchtlingszahlen über den sozialen Wohnungsbau neu diskutieren. Das tut der Deutsche Städtetag mit dem, lieber Markus, Nürnberger OB Mali, übrigens SPD, an der Spitze seit Monaten. Und deswegen ist ja das Diskussionsverbot des Münchner Oberbürgermeisters bei diesem Thema so absurd. Alle Flüchtlinge, die anerkannt werden als Flüchtlinge, müssen schließlich nach ihrer Anerkennung in Wohnungen untergebracht werden. Und diese Wohnungen sind bekanntlich knapp, gerade in einer Stadt wie München. Und deshalb muss es Wohnungsbauprogramme geben und diese dürfen, und das sage ich auch ganz klar, nicht nur neue Wohnungsbauprogramme für Flüchtlinge sein. Ansonsten droht eine massive Konkurrenz zwischen Menschen, die heute schon auf Sozialwohnungen angewiesen sind, und den Flüchtlingen, die es sein werden. Das wäre der Sprengstoff für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und kein geringerer als der Bundesvorsitzende der SPD, Sigmar Gabriel, hat das im Übrigen so formuliert. Sigmar Gabriel. Und ich sag's nochmal, Sigmar Gabriel, nicht gerade mein Idol, aber meine Damen und Herren, auch den halte ich nicht für einen Zünder. Und deshalb muss man weiterdenken. Wir brauchen zusätzliche Plätze in Kindergärten und Schulen, Sprachkurse, Umschulungsprogramme und so weiter. Und wer dann sagt, wir hätten angesichts dieser Herausforderungen
keine zu lösenden Probleme. Ja, oder wer so tut, als wäre das alles so mit dem Fingerschnippen zu bewältigen, meine Damen und Herren, der blendet schon heute einen Teil der Wirklichkeit aus. Und dann zu sagen, jetzt ist nicht die Zeit zum Diskutieren, jetzt ist nicht die Zeit zum Reden, sondern wir helfen, ausschließlich helfen, der nährt doch genau den Vorwurf, den man ja heute schon bezüglich der aktuellen Herausforderung, der aktuellen Zahlen an die Politik lesen kann. Die Politik sei nicht auf diese Herausforderungen vorbereitet. Und genau deswegen müssen wir neben dem Angesagten helfen, was ist christlich-soziale Pflicht, aber auch darüber reden, wie wir diese Herausforderungen heute und in Zukunft bewältigen. Das ist meine feste Überzeugung. Beide Pfeiler müssen unser politisches Handeln und Reden beherrschen. Und ich sage auch nochmal ganz ausdrücklich, ich bin der Meinung, da bin ich auch nicht überall Beifall, dass Einwanderung unserem Land gut tut. Das habe ich auch immer vertreten. Aber nur, wenn wir die Belastungsgrenze nicht überdehnen, meine Damen und Herren. Und deshalb muss es natürlich erlaubt sein, sachlich darüber zu diskutieren, wie wir die Zahl der zu uns kommenden Flüchtlinge in Zukunft auch wieder reduzieren können. Zum Beispiel durch Hilfe im Fluchtland. In den Ländern, aus denen diejenigen, die aus wirtschaftlichen Gründen zu uns fliehen, verheißen, damit sie nicht kommen müssen. Darüber muss die Europäische Union endlich mal nachdenken. Nicht daherkommen und die Maut überprüfen, ob das rechtmäßig ist, sondern mal nachdenken, was in den Fluchtländern los ist. Das wäre Aufgabe der Europäischen Union. Aber meine Damen und Herren, wir müssen auch über konsequente Abschiebungen von nicht anerkannten Flüchtlingen und durch weitere Anerkennung von sicheren Drittstaaten, durch Umwandlungen von Geld in Sachleistungen nachdenken und alles das diskutieren. Das geht quer durch die Parteien, meine Damen und Herren, quer durch die politischen Lager. Nur in München erweckt mancher den Eindruck, wenn man darüber spricht, sei es ein Tabu. Und damit ich jetzt nicht mutwillig missverstanden werde, das Boot ist nicht voll, weder im Land noch hier in München. Wir brauchen zum Beispiel Auszubildende und Fachkräfte. Die haben wir zu wenig, das sage ich als der zuständige Wirtschaftsbürgermeister. Aber liebe Freunde, das Boot droht zu kentern, wenn wir nicht aufpassen. Und bevor es jetzt wieder einen Aufschrei der politisch Korrekten gibt, diese Formulierung stammt nicht originär von mir, sie stammt aus einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 2. September in diesem Jahr, verfasst von Boris Palmer, dem grünen Oberbürgermeister von Tübingen, und Jens Spahn, der dem jungen und progressiven Flügel der CDU zugesprochen hat. Also wir müssen klar unterscheiden zwischen Schutzbedürftigen und Nichtschutzbedürftigen. Sonst, davon bin ich überzeugt, verlieren wir die Akzeptanz der Bevölkerung. Eine solche Haltung ist nicht ausgrenzend, die ist auch nicht kaltherzig. Lassen Sie sich das bitte von niemandem einreden. Sie ist schlicht und einfach verantwortungsbewusst und ehrlich. Und das muss der Leitfaden für unsere Politik sein. Und deshalb danke ich in diesem Zusammenhang dir, lieber Markus Söder, ganz herzlich. Du hast frühzeitig, ungeachtet aller Widerstände, klare Worte gefunden, klare Forderungen formuliert. Wie es deine Art ist, und damit hast du uns hier in den Kommunen ebenfalls geholfen. Dankeschön. Meine Damen und Herren, München steht vor großen Herausforderungen. Es ist in der Einleitungsrede von Hans-Peter Hoh angeklungen. Ich sage es nochmal, wir wachsen in den nächsten 15 Jahren um 230.000 Menschen. Das ist eine große Herausforderung, Flüchtlinge in eine kleine Perspektive haben, hier zu integrieren. Und es wird alles nur gelingen, wenn wir in den nächsten Jahren unideologisch und pragmatisch das Beste für alle, die in unserer Stadt leben, tun werden. Das ist eine große Herausforderung, aber für diese Herausforderung ist die CSU München bestens aufgestellt. Die CSU München, meine Damen und Herren, ist die Münchenpartei nah bei den Menschen, und zwar in allen 25 Münchner Stadtbezirken. Und ich bin sehr, sehr glücklich, mich in diesen herausfordernden Zeiten auf eine starke und verlässliche CSU-Stadtratsfraktion im Rathaus stützen zu können, mit dem erfahrenen Fahrensmann Hans Podium an der Spitze,
mit den hervorragend arbeitenden Stadträten aus dem Münchner Westen, Hansi Sauter hier aus Aubing, Heike Kainz aus Allach-Untermenzing und mit all den anderen vorzüglichen Stadträten der CSU-Stadtratsfraktion aus ganz München, Thomas Schmidt und Dr. Hans Theiss, sind ja heute auch zu uns gekommen. Und mit all unseren Vertretern in den Bezirksausschüssen, stellvertretend für alle, auch an dich, lieber Sebastian Kriesel, ein herzliches Dankeschön für eure Leistungen. Ich bin darüber glücklich, mit dem Bezirksvorsitzenden Dr. Ludwig Spende einen gleichermaßen intellektuellen wie geerdeten Mann an meiner Seite zu wissen. Wäre Ludwig Spende ein Baum, dann würden seine Wurzeln tief gehen und seine Äste weit ausgreifen. Lieber Ludwig, ein herzliches Vergeltgott für deine Unterstützung, gerade auch in den letzten Wochen. Dankeschön. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, zusammen mit unseren hervorragenden Funktionsträgern in der Partei und Mandatsträgern sind wir ein richtig gutes Team. Dieses Team CSU ist immer gut damit gefahren, den Menschen zuzuhören und es ist immer gut damit gefahren, klare Worte zu finden. Ein herzliches Dankeschön und ich freue mich dann schon, nachdem jetzt Ludwig Spende noch ein paar klare Worte sprechen wird, auf Markus. Also Ludwig Spende wird keine klaren Worte sprechen, dann Markus, bitte übernehmen.